Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute den zweiten Teil von Plague Tale. In Plague Tale Requiem. Und da werden wir einfach mal direkt reinschauen. Unter einer neuen Sonne. Na, dann schauen wir mal. Was passiert hier? Ich habe die ganze Zeit, also gerade so wie ihr, auch ein Standbild. Er kommt! Wer denn? Blöde Störche! Ihr seid zu schnell für mich! Los, fangt uns doch, Zauberer! Hey, entspann dich! Unser Bösewicht kann nicht mehr. Das ist euer Turm. Er ist verhext. Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Ja. Gebt acht, Zauberer! Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Okay. Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Ja, kann man machen. Also okay, wir sollen Lukas folgen, sage ich schon. Wir sollen Hugo folgen. Gott, warte mal, ich muss mal ganz kurz noch was einstellen hier. Das geht ja gar nicht. Was ist denn hier los? So, wird das jetzt? Schaut euch das an. Eine Burg. Ich schau mal. Das ist auf jeden Fall besser. Da will ich hin. Ja! Also ja! Gut. Okay, also wir wollen zur Burg. Okay, cool. Na dann, auf geht's. Hugo, du wirst schwitzen wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. Tut ihm nur gut. Okay. Warum tut ihm das gut? Aber grafisch-technisch sieht es wieder mega aus, ey. Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Okay. Was machen wir hier? Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Okay, ich zähle und wo? Bis 10. Dann schnapp ich euch, König Hugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Los, jetzt. Komm, Amicia, die Amazone. Eins, wir brauchen ein gutes zwei, Versteck. Gut, drei, behalten wir ihn im Auge. Vier, ja, wenn er kommt, fliehen sechs, wir. 7, 8, 9, 10. Ich komme. Er kommt. Nein. Okay, okay. Also, wir spielen jetzt hier Hide and Seek. Ich rieche Angst. Ich, okay. Lukas, der Heimtückische. Oder riecht er den Schweiß? Dass ich aus euren Zähnen Eintopf mache. Wie köstlich. Das ist eklig. Na? Ihr seid gewitzt, doch nicht. Aber ich werde euch trotzdem. Okay, wir gehen vielleicht doch wieder hier hin. Ja, okay, okay. Weißt du was? Wir sollten ihn jagen. Oh ja. Okay. Versteck dich vor dem Nurwilde, schleiche dich an Lukas heran und halte gedrückt, um ihn zu erschrecken. Seid ihr da? Wo könntet ihr sein? Wir sind jetzt hinter dir. Sneaky, sneaky. Nicht schlecht. Tja, ich gehe mal weiter lernen. Lukas? Naja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen.
Gut. Okay. Bis dann. Tschüss. Komm, sehen wir uns die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König. Also gucken wir uns jetzt wirklich die Riesen, also das da hinten, oder? Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Meint er das hier? Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Ich gehe von aus, ja, meint da hinten, ne? Die wirklich die Burg. Also die Burg. Ja, aber wie gesagt, grafisch wieder mega nice. Muss ich ja mal sagen. Und Lukas ist jetzt anscheinend Lehrling der Mutti. Das ist auch interessant. Fallen nur nicht runter. Tu ich nie. Ja, klar. König Hugo patrouilliert über seinen großen Wall. Was siehst du von da oben? Mein Reich. Ist es wohlhabend? Das war's, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. Ja, auf geht's. Achso, ich dachte, die nimmt hier. Okay, und dann nicht. Ach, sie nimmt ihn wieder an die Hand. So schön. Und? Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe. Sie greifen uns an. Oh nein! Und was jetzt? Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Wie denn? Zu Befehl. Meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Versenkt. Ja, mach weiter. Das sind noch mehr Schiffe. Wir werden hier keine böse Magie dulden. Also wir haben weiterhin wieder die Schleuder. Finde ich ganz das nice. Dem König. Sollen sie kommen? Ich zermalme sie. Wir haben viele Feinde. Und sie bisher alle verjagt. Ich würde mich fragen, ob wir auch neue Waffen kriegen. Wer ist er denn? Hallo. Hallo. Hallo? Hallo. Ich kam vorbei und habe die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Ja, aber ran? Wer bist du? Trono. Ich wohne in der Nähe. Natürlich. Trono. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Trono? Klar kann ich das. Toll. Ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen wir. Ja, dann feuer doch. Du bist gut. Aber da kommen noch mehr. Und ich versenke sie. Unsere Verteidiger sind zu stark für sie. Macht der auch was, der Tuno? Oder steht er einfach nur da? In den Arsch. In den bösen Arsch. Dann werf doch. Ihr beginnt wie kleine Teufelchen zu sprechen. Wir sind im Krieg. Keine Zeit für Manieren. Also, er wirft, aber trifft nicht. Was ist mit ihm los? So, verpasst ihn den Gnadenstoß, Tuna. Okay. Hier kommt die Kanonenkugel. Oh nein, Hugo, geh in Deckung. Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tono. Warum auf einmal? Er war sehr nett. Hey. Kommt, mein König. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. Okay. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Und Tono war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Alles wird anders, ich weiß es. Das hoffe ich. Wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Ha, du wagst es? Irgendwann schaffe ich das. Okay. Oh, das Schloss ist riesig. Was meinst du? Greifen wir es an? Na klar, ich bin bereit. Jetzt. Angriff! Angriff! Ich frage mich aber auch, wie es Hugo geht. Ne? Also kann er immer noch die Ratten kontrollieren? Also ich gehe mal aus, ja. Das Tor ist zu, Hauptmann. Was sollen wir tun? Lass mal sehen.
Nee, guck mal. Ist es wirklich zu? Sie okay, ist verschlossen. Die haben uns gesehen. Hier, ein Geheimgang. Schleichen wir rein. Ja, guter Plan. Ich weiß nicht, ob das immer so ein guter Plan ist. Das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Okay. Also vielleicht wohnt da ja wirklich noch jemand. Oh, die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Wirklich? Woher wollen die das denn? Ha! Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt zurück. Ja. Ja, das besser wär's. Erst mal für heute. Genau. Ja, Amicia. Hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke. Das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Deswegen macht man sowas auch nicht. Deswegen riechst geht man das? Da auch nicht rein. Das riecht wie ein Feuer. Ja. Oh Gott, er versucht das mal zu erklären. Ja, wir haben ein bisschen gespielt. Wir wollten hier einfach nur ein bisschen, was? Ne? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe. Das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Okay. Wir müssen hier weg. Leise. Wie leise? Deswegen geht man nicht einfach in irgendwelche Burgen rein. Also... Es war vielleicht ein Unfall. Ja. Wo sind denn die Leute? Unfall. Also ich weiß ja nicht, es sieht mir nicht nach einem Unfall aus. Aber gut, wir gucken, dass wir hier wegkommen. Oh. Amicia. Hey. Wer bist du denn? Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe. Ich schneide euch in Stücke. Lauf! Okay, wir müssen weg. Und zwar ganz schnell. Komm zurück! Wir müssen nope. Raus! Wiedersehen. Oh, nein, nein! Komm! Okay. Hier. Doch, doch, wir sind weg. Tschüss. Wir müssen einen Ausgang finden. Ja, das weiß ich auch. Also. Passt ihr nicht durch. Schnell! Ja, lauf doch! Nein, wir wollen gar nicht. Wir wollen einfach nur gehen. Schnell! Ich komm nicht wieder. Ich schwör's. Schnapp ihn! Halt! Überlass ihn mir! Ich flehe euch an! Nein! Fuck! Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns geklaut hast? Nein! Mein Gott, Matthias! So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen. Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Was ist denn mit den Leuten da verkehrt? Ja, die sind wirklich verrückt. Vor allen Dingen, was haben die für Masken auf? Einfach so Körbe in ihren Hoodies oder was? Und was wollt ihr jetzt mit unserem Fleisch? Jetzt drüber, los! Die werden uns töten. Nein, weil sie uns nicht entdecken. Matthias, komm! Matthias! Wir haben Opa übel erwischt! Wieso? Scheiße, nein. Amicia, das Haus. Gut gesehen. Sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Ja. Ja, ja. Hier verstecken wir uns. Die finden uns. Wir müssen weiter. Genau. Also ich würde hier gerne komplett verschwinden, wenn es geht. Hey, Vorsicht. Heult ihr nicht rum. Vielleicht sind noch welche von ihnen in der Nähe. Hilft den anderen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal! Ich... Er geht nicht weg. Ich mach Schutz. Der Werkzeugkasten macht Krach. Die kommen nicht mehr her. Das sag ich dir. Wir müssen sie nicht alle töten, du Spinner. Ganz ruhig. Ich wollte doch nur arbeiten. Ich muss hier schleunigst weg. Ha! Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg. Schnell jetzt. Nee, nee. Wir sind gar nicht da. Tschüss. Wenn wir beim Wagen sind, verschwinden wir von hier. Mama wird so sauer sein. Wir erzählen sie einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Wo ist welchen Wagen? Deine Scheißkerl? Du solltest doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Ja. Tona! Aber wie? Deinen verdammten Arsch herüber, sofort! Ich prügle die Scheiße aus dir raus. Oh nein,
Ihr lebt schon noch. Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. Gott. Also dreht er sich jetzt um? Bleibt er da stehen? Was macht er? Okay, sieht aus, als ob er da stehen bleibt. I hope so. Los, hoch da. Ich versuch's. Und wir sind weg. Tschüss. Aber vielleicht sollten wir diesen Tony, ich nenne ihn einfach mal Tony, suchen und mitnehmen. Versuchen wir es mal hier. Immerhin haben sie die hier halt, nicht beschädigt. Warte. Okay. Wir wollten nur spielen. Nichts weiter. Oh nein. Da ist niemand. Er kommt. Was zur Hölle? Los geht's. Er hat uns fast gesehen. Ja, aber nur fast. Wir müssen vorsichtiger sein. Geht klar. Wir müssen zu der Tür da. Ich muss ihn ablenken. Oh Gott, ey, wir müssen diesen... Ja, sag mal, wenn ihr hier so einen Überfall macht, was glaubt ihr, was passiert? Meint er, der spielt denn weiterhin... Hallo? Könnte klappen. Okay, doch. Wenn ich den hinter ihn werfe. Ach so, dahin meinst du? Hier so... Hier so hin? Achso. Ich hab ne Axt! Pass bloß auf! Jetzt lauf schnell! Heilige, schützt mich! Gut, Luft ist rein. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... Oh, scheiße. Okay. Bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Ja. I don't know. Wir gehen jetzt hier. Wir klettern. Hier. Hier runter. Nicht. Okay, wir gehen nicht hier runter. Versuchen, die Tür aufzumachen. Nein, abgeschlossen. Gibt's ja, deswegen wollte ich auch hier runterklettern. Hier ist ein Loch. Ja. Ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Mir wäre es anders lieber. Was? Alt gedrückt, ziele auf den Durchgang und halte E zum Durchkriechen. Okay. So, aber sei ganz vorsichtig. Keine Sorge. Okay, okay. Bitte nicht entdecken lassen. Ja, bitte. Einfach die Tür aufmachen. Los, Hugo. Ganz schön schwer. Aber du kannst sie jetzt aufmachen. Ja, sehr gut. Okay, cool, cool. Können wir die jetzt auch verriegeln wieder? Jawoll. Haben sie Tonor gefunden? Ich weiß nicht. Wir müssen hier raus. Sie dürfen ihm nicht wehtun. Er kommt schon klar. Was? Wir müssen weg, Hugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber vielleicht töten sie ihn auch. Nee, 257. Still. Guten Abend. Okay, jetzt habe ich nicht zugehört. Verdammt. Das Tor da hinten. Versuchen wir es. Welches Tor? Das hier? Okay, wie? Bitte! Okay. Du warst Vaters größter Fehler. Aber ich bieg das wieder gerade. Hugo, bleib hinter mir. Wer seid ihr? Ist doch egal. Wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. What? Bitte was? Okay, er kann's noch. Ja, das war, glaube ich, ein großer Fehler von denen. Aber gut. Also, ne?
Was? Warum ist denn jetzt... Warum sind wir hier? Amicia? Was ist passiert? Tu mir nicht weh. Wo sind wir? Eine gute Frage. Nein. Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Warte. Warte auf mich. Okay, wir spielen jetzt Hugo. Und sollen dem Vogel folgen. Bist du ganz allein hier? Wo ist Amicia? Nein, bleib hier. Eieiei, ihm geht's nicht gut. Er ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich gehe von aus, wir müssen nach oben. Wo willst du hin? Ja, okay. Ich muss zurück. Ich muss zu Amicia und Mama. Okay, versuchen wir wieder zurückzukommen. Wie auch immer wir hierher gekommen sind. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Schauen wir mal. Vielleicht hier entlang. Wo sind wir denn hier? Was? Wo bin ich hier? Amicia? Ja. Mama? Lukas? Wo seid ihr? Sind wir ohnmächtig? Träumen wir? Fantasieren wir? Mir geht's schlecht. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt hier an einem anderen Ort sind. Nein. Und ihm geht's gar nicht gut. Ein Phönix. Es tut weh. Bitte. Bitte. Okay, wir können auch nicht mehr rennen. Hör auf zu schreien und hilf mir. Hilf mir. Such sie. Hilf mir. Okay. Also, nein, was? Was passiert denn jetzt? Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Okay, also. Hör auf zu schreien! Ich höre nichts! Also, wer schreit denn? Was willst du denn? Du bist so laut! Schon gut, ich komm ja! Okay, wir können auch wirklich nur hier Richtung Fluss. Der pechschwarz ist. Sterbe ich jetzt? Ich hoffe nicht. Ich will nicht sterben. Nein, mach mal nicht. Das Wasser hilft uns. Ist natürlich nice. Es geht wieder weg. Es ist das Wasser. Du hast mich gerettet. Dankeschön. Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. Okay, krass. Aber wissen wir, also, können wir uns den Ort merken? Dass wir wieder zurückfinden könnten? Okay, wir haben doch nur fantasiert. Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich hab was geträumt. Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia,
Es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut, sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Ja, aber Amnesia hat gelogen. Wer ist das? Ich weiß nicht, seid vorsichtig. Wir haben ja nicht nur im Fluss gespielt. Mal sehen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Ah, nein, wartet! Mach das nicht, das geht nicht gut aus. Lass sie mich denn wischen! Ja, aber du siehst sie nicht mehr. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich. Ja, ja, ich bin noch hier. Ist noch im Wagen. Weiter. Bleib unten. Wir müssen auch hier sein. Augen offen halten. Ja, ja, haltet mal eure Augen offen. Ja, geht nur. Tschüss. Vorsicht, sie ist gerissen. Ja. Jeden Moment auftauchen. Augen auf. Eindringlinge. Der Wagen. Sie brauchen dich. Hugo braucht dich. Wo ist denn der Wagen? Da unten? Nee. Gut, sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab. Zur Not rufen wir einen Priester. Nicht aufgeben. Okay, wo gehen wir jetzt lang? Also wir müssen da runter. Sind sie tot? Aber wir gehen einfach mal hier lang. So, aufgepasst, warte mal, wir können doch hier mit. Ach Scheiße, ich wollte jetzt eigentlich ihn anlocken, darüber zu gehen. Ja, ja, das sind bestimmt die. Wie immer, geh mal gucken. Bei der Ziege. So, wie machen wir... Ja, 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 ja. Erzähl du mir mal was. Okay, wir gehen weiter. So, jetzt müssten wir ihn hier... Brauchen wir gar nicht. Nicht sehr gut. Geh du mal da lang. Finde ich gut. Ich gehe hier lang. Tschüss. Da unten. Ja. Ich sehe sie. Sie ist hier. Du brennst alles nieder. Was zur Hölle? Du hast meinen Sohn ermordet. Schwur in der Hand. Nein, nein, nein. Was ist denn... Okay. Lauf. Das geht gar nicht gut. Dann brennt ja schon. Oh no. Gott, oh Gott, oh Gott. Wer bist du denn? Wo kommt er denn her? Oh. Können wir die Axt nehmen? Nimm die Axt. Okay, nimm die Axt nicht. Na los. Die anderen sind den Hügel runter. Ey, jetzt haben die. Alter, wo kommen... Also, meine Fresse, jetzt ist aber auch hier wieder... Schnell, na los, ja. Zurück! Verdammt!
hat jetzt aber... ich würde sagen... Was? Mit deiner Schwelle auf den Kopf ziehen hätte, um schussbereit zu sein. Das habt ihr jetzt davon. Lalalalalala. Oh Gott, du bist ja auch noch hier. Beweg dich. Hey, was? Ich hab doch... Okay, wir können auf jeden Fall Nahkampf machen. Okay. Das sollte nicht passieren. I'm on my way. So, hier ist jetzt keiner mehr, ne? Oh, wir beruhigen uns kurz. Oh. Okay. Okay. Wir haben eine Schleuder. Wir sind bewaffnet. Die Frage sehen, haben die mich hier gesehen? Ich hab doch gedrückt! Okay, zu dritt ist natürlich schwierig. Ei, der tat weh. Okay. Fangen wir nochmal von vorne an. Okay. Wir machen das anders. Mach weiter. Sie leben. Sie brauchen dich. Das ist die Frage, wollen wir sie alle ausschalten? Könnten wir eigentlich auch. Dumm. Wieso dumm? Step by step. Auf Wiedersehen sagen. Komm doch mal gucken. Na nun, komm. Tschüss. So, damit haben wir alle drei weg. Weil was könnten. So, da ich aber jetzt nicht so weit nach vorne gucken kann, weiß ich jetzt nicht, wo eventuell noch welche sind. Oh Gott, das Feld brennt. Da komme ich nicht rein. Wir laufen einfach weiter. Scheint ja keiner mehr da zu sein. Das ist auf jeden Fall sehr gewalttätig. Aber nimm doch die Axt. Wenn du da schon... Nimm sie doch mit. Ja, Auge um Auge. Da ist dein Auge. Meine Güte. Er geht aber auch ab. Hugo! Er atmet noch. Es ist der Schock. Es ist vorbei. Alles gut. Es ist alles gut. War jetzt mal ein Auftakt, meine Güte.